habe meinen Finger schon am Abzug. Es wäre besser, wenn du verschwindest. Ich gehe schon, ich gehe schon. Es ist vorbei, Gina, das schwöre ich dir. Die Treibjagd ist eröffnet. Das schmeckt gut. Nicht übel dafür, dass es nur Hasenfutter ist. Wo ist Suzanne heute? Ist sie arbeiten? Nein, sie hat sich freigenommen. Sie und die Kinder wollten heute ans Meer fahren. Chip bestand darauf, er ließ sich nur von Suzanne und nicht von mir dabei helfen, eine Seeschnecke für sein Aquarium zu finden. Sie kann wirklich gut mit den Kindern umgehen. Hm? Sie weiß, was ihnen Freude macht und nimmt sich sehr viel Zeit für sie. Ja, und sie tut es wirklich von Herzen. Das ist gut. Ich war in letzter Zeit wirklich eine schlechte Tante. Ich würde gerne mehr Zeit mit ihnen verbringen. Ich vermisse ihre Küsse und ihre Schläge. Du weißt doch, dass du jederzeit willkommen bist. Immer, sie lieben dich. Also, jederzeit. Ich will aber niemandem damit auf die Füße treten. Aber damit trittst du doch niemandem auf die Füße. Ich finde, du hast sozusagen Vorrecht. Immerhin bist du ein Familienmitglied, also jederzeit. Nein, ernsthaft. Besonders wenn du dich nicht gut fühlst, dann komm einfach hierher. Es ist endlich wieder Mut und Hoffnung hier bei uns eingekehrt. Also bevor du richtig vor die Hunde gehst, komm hierher. Klopf an unsere Tür und wir geben dir was davon ab. Was auch immer. So schlimm ist es nicht, aber wenn ich mal so weit kommen sollte, werde ich dran denken. Genau, komm bitte zu uns, wenn du Hilfe brauchst. Dafür hat man doch Familie. Er ist eingeschlafen. Der Schlaf der Unschuldigen, was? Haben Sie Kinder, Doktor? Was, ich? Nein, nein. Ich war nie verheiratet. Na und? Ich bin auch nicht verheiratet. Die meisten Menschen wollen Kinder aber gerne auf konventionelle Weise kriegen. Es ist egal, wie ein Kind auf die Welt kommt. Wichtiger ist, dass es geliebt wird. Das finde ich auch. Zu viele Kinder sind ungewollt oder werden missbraucht. Und so etwas findet man nicht bei Mutter Natur, sondern nur bei uns Menschen. Ich kann verstehen, warum Sie lieber mit Tieren arbeiten. Moment, ich möchte nicht, dass Sie das falsch verstehen. Ich mag Menschen. Ich kann sie nur nicht verstehen. Sie sind so jung, Sie sollten sich darüber noch keine Gedanken machen. Sie werden sehen, wenn Sie Menschen Vertrauen schenken, werden Sie so gute Erfahrungen machen wie mit Tieren. Entschuldigen Sie mich, ich habe noch sehr viel zu tun. Wiedersehen. Wiedersehen. Ist ein netter Mann. Ja, Lilly, ich habe Probleme. Ich weiß, Mama, wir werden zu einem Arzt gehen und du wirst sehen, alles wird wieder gut. Nein, Lilly, das ist es nicht. Cici will das Baby und du musst mir versprechen, dass du ihn nicht reinlässt, wenn er kommt. Gut, ich werde dir helfen. Ich würde alles für dich tun und das weißt du. Doch du musst mir versprechen, dass du zu Dash Nichols gehst und dich von ihm untersuchen lässt. Dash Nichols? Ja. Ich würde diesen Menschen nicht eine Sekunde an mich ranlassen. Ich bin doch nicht verrückt. Willkommen daheim, Cassie. Daheim? Das hört sich wirklich gut an. Obwohl ich es durchaus verstehen könnte, wenn du Tür und Tor verriegeln und mich wegjagen würdest nach all dem, was ich dir vorgeworfen habe. So etwas Ähnliches hatten wir heute schon mal. Ich glaube, das reicht. Hm? Ich habe eine Idee. Was haltet ihr davon, wenn wir Silvester einfach ein paar Tage früher feiern? Dann könnten wir uns heute vornehmen, dass wir unsere Vergangenheit als vergangen betrachten und uns auf die Zukunft konzentrieren. Als eine Familie. Und du bist sicher, dass du mich mit in die Familie aufnehmen willst? Ich könnte mir überhaupt nichts Schöneres vorstellen. Und was hältst du davon, Lionel? Ich möchte eigentlich nur eins sagen. Mein schönes Zimmer wirst du nicht bekommen. Du Ratte! Willkommen in unserer Familie und ein frohes neues Jahr. Ein frohes neues Jahr. Ich hab dich so lieb. Gina, wo bist du? Du hörst mich doch, also bin ich Lass hier. Lass den Unsinn, ich will meinen Sohn sehen. Mach sofort die Tür auf oder ich schlage sie ein. Es ist ja schon gut. Sei doch nicht so ungeduldig. Warte einen Moment. Ich bin gerade dabei, die Windeln zu wechseln. Es geht ganz
schnell. Ich komme gleich. Oh Gott, was mache ich denn nur? Ich komme. Hallo? Es wurde aber auch Zeit. Wo ist denn nun mein Sohn? Was hast du mit ihm gemacht? Reg dich doch nicht auf. Es geht ihm sehr gut. Er ist da hinten in diesem Zimmer. Ja. Oh, Sisi, er sieht dir so ähnlich. Hier ist niemand. Gina! Von mir aus kannst du verhandeln, mit wem du willst. Ich werde mir meinen Sohn schnappen und verschwinden. Hau ab! Hau ab! Bleib mir vom Leib, du Biest! Gina, ich bring dich um! Nicht wahr, mein Schatz? Ein Mensch, der gurren wie die Tiere kann, schnurren wie die Tiere kann, gackern, quaken, knurren wie die Tiere kann. Gina den Job aufgegeben? Du hast es erkannt, deswegen bin ich hier. Das Zeug wird mich noch umbringen. Dann wirst du den Touristen vorgeführt. Ladies and Gentlemen, ich präsentiere Ihnen eine heutige amerikanische Mumie. In alten Zeiten wurden die Körper mit Binden präpariert, heute nimmt man Papier. Erstaunlicher Vorgang, aber funktioniert bestens. Du würdest pleite machen. Nein, nicht mit einer so attraktiven Mumie. Ach, Ted Cabell, du bist unverbesserlich. Ah, das stimmt nicht. Lilly, würdest du gern mit mir Silvester feiern? Oh Gott, das würde ich gerne, aber ich kann leider nicht. Ich habe was anderes vor. Da war jemand schneller als ich. Ja, dein Bruder. Ich habe versprochen zu arbeiten. Das ist nicht fair. Ihn sieht man hier nirgends, oder? Er kann dich nicht im Ernst Silvester arbeiten lassen. Tja, eigentlich war es meine Idee. Weil ich erst seit kurzem wieder hier bin, habe ich nicht damit gerechnet, dass mich jemand einladen würde. Dumm von dir. Unterschätzt dabei deine Wirkung. Vielleicht könntest du in Zukunft einfach etwas früher fragen. Hm? Ich werde jetzt gehen. Vielen Dank für die Einladung. Einen anderen Tag? Würde mich freuen. Ich komme nicht mit leeren Händen, sondern mit der ersten Rate unserer Vereinbarung. Das ist aber zu viel. Nein, wirklich, wir waren uns alle einig. Ach, David, das ist verrückt. Ich habe Sisi verlassen und die Ehe beendet. Er soll nicht dafür bezahlen müssen. Augenblick mal, höre ich da etwas Selbstvorwürfe? Das kann ich nicht erlauben. Sie mussten sich schließlich zu einer sehr schweren Entscheidung durchringen. Lehnen Sie sich zurück und genießen Sie das Leben. Das werde ich auch tun. Ich fürchte, ich bin etwas aus der Übung. Nun, ich gebe Ihnen gerne gute Ratschläge. Es wird jetzt wirklich Zeit. Ich sollte besser gehen. Oh. Du musst gehen? Was hast du vor? Nun, ich muss gehen. Bis bald. Es war nett, Sie wiederzusehen. Ja, das war wirklich nett. Übrigens, Sie sehen fantastisch aus. Oh, danke. Und vielen Dank auch für Ihre Hilfe. Sie waren großartig. Ach, das war doch wirklich nicht der Rede wert. Und bescheiden ist er auch noch. Ja. Sie sollten sich mal sehen lassen. Das gilt für Sie aber auch. Sie ist fantastisch. Ja, das ist sie wirklich. Ich hätte einfach an dir vorbeigehen können, aber du siehst so süß aus, ich konnte nicht widerstehen. Süß? Ja, süß. Ich weiß nicht, irgendwas ist mit dir, Rosa. Ich kann nicht sagen, was, aber es ist etwas Neues, ein besonderer Glanz oder sowas.
Ich habe keine Ahnung, wovon du sprichst, Ted Campbell. Vielleicht ist es die neue Gesichtsmaske, die ich benutze. Oh. Die ist gut für die Haut. Ah ja, das muss der Grund sein. Was es auch ist, füll es in Flaschen ab und du machst ein Vermögen damit. Das ist sicher. Was tust du hier? Das siehst du doch. Mein Vater lässt dich doch nicht zu Silvester arbeiten, oder? Ich bin gerade fertig damit. Gerade fertig damit? Nach deiner guten Laune zu urteilen, gehst du wohl heute Abend aus, hm? Ja. Mit? Wer ist der Glückliche? Wer sagt, dass mich ein Mann begleitet? Na los, wer ist der glückliche Gewinner? Ist es Rafael Castillo? Ich hab dich dazu erzogen, nicht neugierig zu sein. Er ist es, oder? Hab ich recht? Meinetwegen, ja. Ich gehe mit Rafael aus. Okay. Naja, er kann einem leid tun, armer Kerl. Nein, wirklich. So was habe ich dir nicht zugetraut. Ein Wink von dir und der springt, nicht wahr? Ich habe keine Ahnung, wovon du sprichst. Ach, ich sehe doch genau, wie du ihn behandelst. Du erschreckst den Mann ja zu Tode. Ja, ich habe ihm ein bisschen eingeheizt. Aber spare dir dein Mitleid. Er kriegt nur, was er verdient. Ganz ehrlich, ich habe noch nie einen Mann gesehen, der so... Geradezu wahnsinnig. Wieso lasse ich nicht das Treffen ausfallen und passe auf die Kinder selbst auf? Ja, wieso tust du das nicht? Wenn Rosa nur halb so furchtbar ist, wie du behauptest, müsstest du wirklich ein Masochist sein, um das mitzumachen. Was würdest du mir raten? Rückzug und kampflos aufgeben? Ich fürchte, das wirst du nicht schaffen. Warte mal, wieso sprechen wir schon wieder über Rosa? Unser eigentliches Thema warst du. Und du wolltest mir gerade was mitteilen. Das muss ein Missverständnis gewesen sein. Was ich auch vorhabe oder nicht vorhabe, darüber werde ich keinesfalls mit meinem Vater diskutieren. Na fein, mach was du willst. Sicher, ein Mann sollte seine Geheimnisse haben. Das ist wahr, so ist es mir selbst beigebracht. Ja, aber ich halte das mit deiner Mutter nicht durch. Hast du gesehen, wie finster sie einen immer ansieht? Sie sieht immer finster aus, wenn sie Suzanne und dich sieht. Tut mir leid, es ist... Deine Mutter sollte einsehen, dass du dein Leben alleine leben musst. Tja, vielleicht ist Mama nicht die Einzige, die ein bisschen Nachhilfe nötig hat. Ja. Ich hab schon gedacht, vielleicht ist es kein Betrug an Eden, wenn du mit Suzanne zusammen bist. Das versuche ich mir auch immer klar zu machen. Weißt du, manchmal höre ich tief in mir diese Stimme, leise, aber beharrlich. Es arbeitet in mir, wirklich. Ich gebe dir noch einen wirklich letzten guten Rat, das schwöre ich. Für dein Wohlbefinden und das von Suzanne. Wieso überprüfst du nicht erstmal deine Gefühle, bevor du dich auf diese Beziehung wirklich einlässt? Meine Gefühle überprüfen? Hm. Das klingt alles sehr ungewöhnlich. Du, ich bekomme den Eindruck, du setzt dich dafür ein, dass diese Beziehung weitergeht. Das ist wahr. In meinen Augen ist Suzanne eine fantastische Frau. Was ich meine ist nur, wenn du es fortführst, dann meine es ernst. Und tue es nicht aus reiner Bequemlichkeit. Was redest du da? Wirklich, ich wüsste nicht, wie... Das ist alles andere als bequem. Arm und David Raymond? Na und? Warum denn nicht? Du wärst damit einverstanden? Es könnte schlimmer sein. Und wer weiß, vielleicht ist er der Mann, der sie wieder aus ihrem Schneckenhaus herausholen kann. Also, wenn ich mich recht erinnere, bist du doch immer diejenige gewesen, die unbedingt erreichen wollte, dass Mom und Dad sich vertragen, oder? Danke. Ja, das wollte ich wirklich. Aber ich habe gemerkt, dass ich es nicht beeinflussen kann. Ich meine, die Trennung ist endgültig. Dad hat sich voll und ganz auf diese Beziehung mit Santana eingelassen. Mom kann es kaum ertragen, wenn sein Name erwähnt wird. Ich finde, David ist etwas ganz Besonderes. Sie könnte es schlechter treffen als mit ihm. Er ist sogar der Typ Mann, von dem viele Frauen träumen. Ach, ist das wahr? Würdest du bitte damit aufhören, mich anzustarren? Du bringst mich ganz durcheinander. Entschuldigen Sie bitte. Ich bin auf der Suche nach Cruz Castillo. Tut mir leid, mein Herr. Ich habe ihn heute nicht gesehen. Oase? Oh ja, Gina? Nein, hier ist Lilly. Oh,
Hallo, Lilly. Hier ist Sophia Capwell. Ist mein Sohn da? Kann ich ihn sprechen? Sicher, hallo. Warten Sie, ich reiche Sie weiter, ja? Oh, bitte entschuldigen Sie. Mein Fehler. Ich bin vielleicht ein Trampel. Kennen wir uns nicht? Nicht, dass ich wüsste. Entschuldigung. Ted, deine Mom. Dankeschön. Hallo, Mom. Hallo. Tu mir einen Gefallen und hilf mir. Ich tue alles für dich. Da ist jemand, den ich mit Kelly zusammenbringen will. Alles aber das nicht. Wir sehen uns dann später. Oh Mann, warum immer ich? Nein, warte. Er ist genau der Richtige für Sie. Ja, aber sicher. Das würde ich nie bestreiten. Wer ist es? David Raymond. Wirklich? Aha. Hallo. Hallo. Wer ist ja mein Lieblingsschwager? Ein wunderbares neues Jahr. Dir auch. Danke. Und wie läuft es so bei dir? Tja, sagen wir so, ich freue mich, wenn die Feiertage um sind. Ja, ich weiß, was du meinst. Es muss schwer sein ohne Eden. Ich weiß, wie schwer es für mich war. Halt die Ohren steif. Du kannst nur versuchen, drüber hinwegzukommen. Solange man von jemandem getröstet wird. So sagt man, ja. Wieso bist du denn so nervös? Es ist doch nicht das erste Rendezvous. Es ist jetzt jedes Mal wie ein erstes Mal, wenn ich Cruz treffe. Wirklich? Ihr seht immer so glücklich aus. Ja, weißt du, das war ich, bin ich. Es ist nur, wenn die alten Ängste hochkommen. Eden? Ja, Eden. Willst du einen guten Rat? Bitte. Einkaufen. Was? Kauf ein, ich komm mit. Aber was denn? Irgendwas. Du brauchst für heute Abend was zum Anziehen. Denkst du, das hilft? Wenn du vor eine schwierige Entscheidung gestellt wirst, wie soll ich das Kleid kaufen oder das, werden deine Zweifel und Probleme sich in Luft auflösen. Was hältst du davon? Lass uns einkaufen. Kann ich dich mal kurz sprechen? Das ist sehr wichtig. Siehst du den Kerl da hinten? Er hat eben nach Cruz gefragt. Na und, viele Menschen fragen nach Cruz. Nein, dieser da macht mich sehr nervös. Aha, gibt es dafür einen besonderen Grund? Den gibt es. Ich weiß zufällig, dass er zur Mafia gehört. Bist du dir sicher? Würde ich das sagen, wenn ich es nicht wäre? Vielleicht kannst du Cruz warnen, aber wenn möglich ohne meinen Namen. Ja, aber was soll ich ihm denn sagen? Er weiß ganz genau, ich kenne niemanden von der Mafia. Dann denk dir bitte irgendwas aus, aber erwähne meinen Namen nicht. Gut. Okay. Danke. Ich werde es versuchen. Kommt sich ja vor wie ein Schüler. Entschuldigen Sie bitte. Hallo, Ted. Cruz, da hat vorhin ein interessanter Typ nach dir gefragt. Etwa der da hinten? Ja. Oh ja, Syndikat. Woher wissen Sie das? Ich war früher in vielen Ermittlungskommissionen gegen organisiertes Verbrechen. Sein Name ist Skag, er ist Anwalt und arbeitet für eine sehr mächtige Familie in Las Vegas. Was wissen Sie noch von ihm? Nur, dass viele Politiker und Richter von ihm seit Jahren bestochen werden. Es ist besser, ihm aus dem Weg zu gehen. Ich sehe nicht, wie das funktionieren soll. Das Beste wäre, du gehst gar nicht zu ihm. Das wäre aber wirklich unmöglich. Ich komme mit. Alles klar. Seid vorsichtig. War es möglich, mich daraus zu halten? Ja, woher kennst du diesen Typ? Du weißt sehr vieles nicht aus meinem Leben und auf einiges bin ich auch nicht sehr stolz, aber ich dachte, das hätte ich dir gesagt.
Nun, ich habe jetzt doch heute Abend etwas freie Zeit, falls du also immer noch vorhast, mit mir Silvester zu verbringen. Oder hast du etwa deine Meinung geändert? Wie ich höre, suchen sie nach mir. Das ist richtig. Ah, Sie ahnen. David Raymond, der aufrechte Jurist. Sie waren in der Verbrechensbekämpfung unter Reagan und Bush tätig. Ihr Gedächtnis ist bewundernswert. Was können wir für Sie tun? Ich kümmere mich um die Belange von Craig Hunt. Ich will ihn gegen Kaution rausholen. Dann viel Glück. Und wieso erzählen Sie das mir? Ich hatte gehofft, Sie könnten Ihre Beziehungen einsetzen, um seine Haftbedingungen zu verbessern. Er ist nicht in einem Hotel. Mein Klient hat es aber nicht nötig, sich so behandeln zu lassen. Darüber kann man geteilter Meinung sein, Mr. Skaggs, richtig? Nur Skagg. Entschuldigung, nur Skagg. Wissen Sie, ich konnte Ihren Klienten ganz gut leiden. Ich dachte, dass er versucht, sich zu ändern. Wie sich nun zeigt, ist er ein Quertreiber geblieben. Die Sonderbehandlung, die er erhält, ist zweifellos begründet in der Tatsache, dass er der einzige Mann in Santa Barbara ist, der unter Mordanklage steht. Wenn Sie sich entschließen könnten, ein bisschen hilfsbereiter zu sein, wäre das für alle Betroffenen nur vorteilhaft. Hören Sie eigentlich schlecht? Mr. Castillo hat sich klar ausgedrückt. Lassen Sie mich sofort los. Zuerst hören Sie mir zu. Craig Hunt ist ein Psychopath. Und wenn Sie den kleinen Finger heben, ihm zu helfen, werde ich auf der Stelle alles mir Mögliche tun. Ich werde dafür sorgen, dass einige vertrauliche Akten bei der Presse landen. Und dann wird Ihr Gesicht und die Gesichter Ihrer Freunde jede einflussreiche Zeitung in diesem Land zieren. Allerdings nur, wenn Sie das wollen. Sie bluffen doch, Raymond. Auf diese Weise würden Sie sich zu viele Feinde machen, und das wissen Sie. Legen Sie sich nicht mit mir an. Nachdem wir das geklärt haben, können wir sonst noch was für Sie tun? Haben Sie heute Spinat gefrühstückt, nein, oder nein, was? Dieser verdammte sogenannte Anwalt bringt mich einfach zur Weißglut. Tut mir leid. Ich verstehe. Haben Sie geblufft? Ich kann nicht glauben, dass ich all das Zeug gekauft habe. Na, hör mal, so viel war es doch gar nicht. Ein kleines Nachthemd, ein Kleid, ein paar Schuhe und was ist denn das? Dein großer Einkaufsbummel? Was hast du gekauft? Das wird nicht verraten. Wenn nicht jetzt, dann vielleicht später. Das alles ist für heute Abend vorgesehen. Ein neues Kleid für unser Rendezvous. Entschuldigung, zweimal Wasser bitte. Ich bin jedenfalls schon sehr darauf gespannt, was es auch ist. Hallo, Rosa. Hallo. Rosa, was sehe ich denn da? Gefällt es dir? Unglaublich. Mein Vater muss sich wirklich anstrengen, wenn er da noch mitkommen will. Ach, du bist genau wie er. Immer einen flotten Spruch parat. Das hat er doch nur von mir gelernt. Er ist nur eine blasse Imitation von mir. Aber sag ihm das bloß nicht. Das ist wunderschön. Dankeschön. Ist Kelly hier? Im Wohnzimmer. Ich danke dir. Hallo. Was machst du denn hier? Naja, ich wollte dich sehen. Weiter nichts. Du schienst mir etwas verärgert, als du die Oase verlassen hast. Und ich habe mich gefragt, ob es etwas gibt, das wir klären müssen. Es ist nett, dass du kommst. Naja. Wenn ich mich über jemanden ärgere, dann meistens nur über mich selbst. Und wieso? Weißt du, ich habe nachgedacht über uns beide und wie wir mit unserem Leben weiterkommen. Und dabei ist mir aufgefallen, dass ich mit mir nicht sehr zufrieden bin. Wie meinst du das? Tja, es ist Silvesterabend und wir sind an der Schwelle zu einem neuen Jahr. Und ich kann gar nicht einschätzen, was vor mir liegt. Ich sehe dich und ich sehe, dass bei dir die Zukunft schon längst angefangen hat. Du meinst Susanne? Ja, ich kann nichts dafür. Ich habe gesehen, wie du sie ansiehst und... Soll ich denn... Willst du etwa, dass ich meine Gefühle für sie verstecke? Nein. Sie ist mir wichtig.
und ich weiß nicht, was es bringt, so zu tun, als ob es anders wäre. Wenn du mir einen guten Rat geben kannst, wäre ich dir dankbar. Ich weiß keinen. Ich will, dass du dich wieder wohlfühlst. Ich will, dass du glücklich bist. Sicher würde Eden das auch wollen. So versuche ich das auch zu sehen. Es tut noch sehr weh, das zu hören. Es tut weh. Es tut mir leid. Mir auch. Hey, besser du gehst jetzt wieder. Los. Ist mit dir alles in Ordnung? Ja, mir geht's gut. Nun geh schon. Nichts ist schlimmer, als Silvester zu spät zu kommen. Okay. Hey! Hallo, Papa. Frohes neues Jahr. Ein frohes neues Jahr, mein Sohn. Rosita, frohes neues Jahr. Ein frohes neues Jahr, Cruz. Und tu mir einen Gefallen, versuch ihn im Griff zu behalten. Was? Keine Sorge, ich kann mit ihm umgehen. Oh, das weiß ich. Du kannst sowas mit links und machst dabei noch Kopfstand, aber er ist das und nicht gewöhnt. Und noch mit verbundenen Augen. Könntest du jetzt verschwinden? Auf ich wünsche Wiedersehen. Viel Spaß. Ja, danke vielmals. Rosa, das waren wirklich die schönsten Blumen im ganzen Geschäft. Aber mit dir verglichen sind sie nur welk und kraftlos. Da hast du sie. Danke, Raphael. Die sind sehr hübsch. Gern geschehen. Oh, übrigens, ich habe für uns reserviert in dem französischen Restaurant Le Ciel Bleu. Sehr romantisch. Es ist oben in den Bergen mit Aussicht auf die Stadt bei Nacht. Ich war schon mal da. Ach, du kennst es. Das geht nicht. Das ist ja viel zu teuer. Okay. Wieso gehen wir nicht einfach zu dem mit den singenden Kellnern und Magnonis? Nein, das ist zu laut. Na gut, dann vielleicht. Dann sagen Sie mir doch bitte, wohin Sie gehen wollen, Eure Hoheit. Warum bist du nicht auf die Idee gekommen, das zu fragen, bevor du all diese Pläne gemacht hast? Tut mir leid, was ist nur mit dir los? Jedes Mal, wenn wir ausgehen, fühle ich mich, als müsste ich zum Zahnarzt. Hast du alle Männer oder etwa nur mich? Wenn es so schwierig ist, mit mir klarzukommen, wieso machst du es dann? Das wüsste ich auch gerne. Willst du nun mit mir ausgehen oder nicht? Ich will mit dir ausgehen und deshalb bin ich hier, in Ordnung. Gut, lass uns gehen, wir sind gehen schon spät wir. Dran. Wieso, wohin gehen wir denn? In die Oase, dort habe ich schon reserviert. Warte doch mal. Warte doch mal. Kein Restaurant auf deiner Liste hat eine Tanzfläche. Was hatte Cruz gesagt? Er meinte, ich wäre ein Masochist. Damit hatte er wohl recht. Rosa! Hallo? Hallo, Mama. Soll ich dich besuchen kommen? Ja, gerne. Ich freue mich. Großartig. Ich bin gleich da. Kelly? Ja? Stimmt irgendwas nicht? Nein, alles in Ordnung. Ich fahr dann los, okay? Wieso setzt du dich nicht hin? Ich platze vor Aufregung. Oh mein Gott. Was ist denn was jetzt Was habe ich mir dabei gedacht? Ich kann doch nicht mit diesem Koffer in der Hand die Tür öffnen. Cruz wird mich sofort für aufdringlich halten. Ich dachte, er hat vorgeschlagen, dass du dort schläfst. Hat er auch, sozusagen. Das hat er wohl gemeint, denke ich. Oh mein Gott, ich weiß es nicht. Was ist so schlimm daran? Du sagst doch selbst, du hast oft dort geschlafen, wenn ihr ausgegangen seid. Ich habe Angst, mir was einzubilden, das so nicht existiert. Suzanne, ich habe ihn wirklich beobachtet, wie er dich ansieht. Ja? Es ist offensichtlich, dass er verliebt ist. Oh. Was du tun musst, ist locker sein und abwarten. Ja, locker sein und abwarten. Hey, locker sein. Locker sein. Oh, warte mal, warte mal. Lass den verschwinden, bitte. Oh. Oh, ja, ja. Hm.
Ich weiß, ich hätte vorher anrufen sollen. Falls ich ungelegen komme, geh. Ich will nicht, dass Sie gehen. Bleiben Sie doch. Großartig. Ich habe etwas zum Anstoßen mitgebracht. Oh, die Anwälte bringen jetzt Geschenke? Ja, wissen Sie, ich beschreite ganz neue Wege. Oh, sehr gut. Oh, da steht etwas auf dem Herd und Sie erwarten Gäste. Oh, ich koche von Zeit zu Zeit. Ich hätte doch anrufen sollen. Ich will nicht aufdringlich sein. Ich gehe. Ich erwarte einen Gast. Oh, hier ist er ja auch schon. Hallo. Kelly und ich gönnen uns ein Essen und Sie sind selbstverständlich eingeladen. Vorsicht, Sie laden einen hungrigen Junggesellen zum Essen ein. Tun Sie sich was Gutes an. Man sieht es ihr nicht an, aber sie ist eine fantastische Köchin. Sie sollten sich setzen, weil Sie gegen uns beide ohne Chance so sind. Ist es. Hey, wir hatten einen Tisch reserviert. Ja, er ist da drüben an der Säule. Ja, das ist eine große, schöne Portion für dich. Ich hoffe, du hast nichts daran auszusetzen. Wenn ich dir was sage, versprichst du mir nicht zu lachen? Ich verspreche es. Ich bin aufgeregt. Du hast es versprochen. Du weißt doch, ich fühle dasselbe. Du bist auch aufgeregt. Ich war es. Aber jetzt nicht mehr. Du, willst du das neue Jahr am Strand beginnen? Oh, das wäre schön. Okay. Komm. Hey. Schöner Abend.
Was hast du gesagt? Ich sagte, es war ein schöner Abend. Danke sehr. Ja, wirklich, es war wunderbar. Y bueno. Ein frohes neues Jahr, Raphael. Y bueno, ein frohes neues Jahr wünsche ich dir auch. Weißt du, ich habe gerade gedacht, mit keiner anderen als dir hätte ich lieber den Beginn des neuen Jahres gefeiert. Gib ihm einen Finger, er nimmt die ganze Hand. Wie war das? Nichts. Du willst nur schamlos flirten, Raphael Castillo. Und weißt du was? Für meinen Geschmack bist du viel zu selbstverliebt. Ach ja, weißt du, was ich dazu sagen würde? Wenn du so unnahbar tust wie jetzt gerade, heißt das in Wahrheit, dass du mich magst. Ach ja? Ja. Nur du kommst auf solch eine Erklärung. Nein, in dieser Minute. Tief in dir drinnen fühlst du dich, wenn du ehrlich bist, zu mir hingezogen. Was du dir alles einbildest. Und du redest zu viel. Jetzt wäre eine Ohrfeige fällig. Ich könnte es schön finden. Gute Nacht. Buenas noches, Raphael. Buenas noches. Du hast nicht wirklich gedacht, du müsstest das neue Jahr allein beginnen, oder? Eins! Frohes neues Jahr! Frohes neues Jahr. Frohes neues Jahr. Neues Jahr, Schätzchen, jetzt kann alles besser werden. Oh, du hast recht. Oh, frohes neues Jahr. Frohes neues Jahr. Frohes neues Jahr. Danke. Frohes neues Jahr. Frohes neues Jahr.